Herzlich willkommen zur heutigen Gute-Nacht-Geschichte. Vielleicht habt ihr es draußen bemerkt, es hat geschneit. Und was ist da passender als unser heutiges Märchen, nämlich Frau Holle von den Gebrüdern Grimm. Es war einmal eine Witwe, die hatte zwei Töchter. Eine war schön und fleißig und die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre richtige Tochter war, viel lieber. Die andere musste alle Arbeit tun und das Aschenputtel im Haus sein. Täglich musste sich das arme Mädchen auf die große Straße bei einem Brunnen setzen und so viel spinnen, dass ihm die Finger bluteten. Eines Tages war die Spule ganz blutig. Da bückte sich das Mädchen in den Brunnen, um sie abzuwaschen. Dabei glitt sie ihm aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Die Stiefmutter war aber unbarmherzig und schimpfte fürchterlich. »Hast du die Spule hinunterfallen lassen? So hol sie wieder rauf!« Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was es anfangen sollte. In seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es erwachte und wieder zu sich kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viel tausend Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der voller Brot war. Das Brot rief, »Ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst fertig gebacken.« Da trat das Mädchen herbei und holte mit dem Brotschieber nacheinander alle Brote heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum. Der hing voller Äpfel und er rief dem Mädchen zu, »Ach, schüttle mich, die Äpfel sind miteinander reif.« Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie, und schüttelte, bis keiner mehr oben war. Und als es alle in einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Haus. Daraus guckte eine alte Frau. Weil sie aber so große Zähne hatte, bekam das Mädchen Angst und wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach. »Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir. Wenn du alle Arbeit im Haus ordentlich tust, so soll es dir gut gehen. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen. Dann schneide es in der Wolle. Ich bin die Frau Holle.« Weil die Alte ihm so gut zusprach, fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es machte auch alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig, auf dass die Federn wie Schneeflocken herumflogen. Dafür hatte es auch ein gutes Leben bei ihr, kein böses Wort und alle Tage gutes Essen. Nun war es eine Zeit lang bei der Frau Holle. Da ward es traurig und wusste anfangs selbst nicht, was ihm fehlte. Endlich merkte es, dass es Heimweh hatte. Obwohl es ihm hier gleich viel tausendmal besser ging als zu Hause, so hatte es doch ein Verlangen dahin. Endlich sagte es zu ihr, »Ich habe Heimweh bekommen, und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder hinauf zu den Meinigen.« Die Frau Holle sagte, »Es gefällt mir, dass du wieder nach Haus verlangst, und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder hinaufbringen.« Sie nahm es darauf bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor ward aufgetan, und was, wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen und alles Gold blieb an ihm hängen, so dass es über und über davon bedeckt war. »Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist«, sprach Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm dem Brunnen gefallen war. Darauf ward das Tor verschlossen und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutter Haus. Als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief, »Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier!« Da ging es hinein zu seiner Mutter. Und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es von ihr und der Schwester gut aufgenommen. Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war, und als die Mutter hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der hässlichen und faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen, und damit ihre Spule blutig ward, stach sie sich in den Finger. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie kam, wie die andere, auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder, »Ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich, ich bin schon längst ausgebacken.« Die Faule aber antwortete, »Ha, da hätte ich Lust, mich schmutzig zu machen«, und ging fort. Bald
kamst du den Apfelbaum, der rief, »Ach, schüttle mich, die Äpfel sind alle miteinander reif.« Sie antwortete aber, »Du kommst mir recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen,« und ging damit weiter. Als sie vor Frau Holles Haus kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren großen Zähnen schon gehört hatte, und bot ihr sogleich an, bei ihr zu dienen. Am ersten Tag war sie fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen. Am dritten noch mehr, da wollte sie gar nicht mehr aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht, wie sich's gebührte, und schüttelte es nicht, dass die Federn aufflogen. Da hatte Frau Holle genug und kündigte ihr den Dienst. Die Faule war zufrieden und meinte, nun würde der Goldregen kommen. Frau Holle führte sie auch zu dem Tor. Als sie aber darunter stand, ward statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. »Das ist zur Belohnung deiner Dienste«, sagte Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt und der Hahn auf dem Brunnen, als er sie sah. Da rief er, »Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier!« Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen. Und damit wünsche ich euch eine gute Nacht.